Das Buch soll übrigens Die Känguru-Apokryphen heißen. Das, sagt das Känguru, ist ein richtiger Kacktitel. Vielen Dank, deine destruktive Kritik ist immer sehr hilfreich für mich. Bitte gerne. Warum magst du den Titel denn nicht? Na, zum Beispiel, weil ihn kein Schwein versteht, sagt das Känguru. Weil kein Schwein auch nur eine Ahnung hat, wie man dieses Kackwort schreibt. A-P-O-K-R. Es interessiert mich nicht, wie das geschrieben wird. Aber du hast doch gerade gesagt, ja, ja, go tell it to the mountain. Ich bin still. Wir blicken uns schweigend in der Wohnung um. Schließlich seufzt das Känguru. Okay, sagt es, okay, schieß los. Was sind Apokryphen? Das sind religiöse Schriften, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Das Känguru beginnt zu grinsen. Wir verstehen, sagt es. Fahre er fort. Die Apokryphenschriften waren zu unbekannt, zu widersprüchlich oder zu ketzerisch, um in den biblischen Kanon aufgenommen zu werden, sage ich. Und bei unseren unbekannten Abenteuern gibt es ja auch oft widersprüchliche Fassungen. Du meinst deine und die Wahrheit? Fragt das Känguru. Genau, sage ich. Deine und die Wahrheit. Na gut, sage ich, ich gebe zu, ganz am Anfang meiner Karriere. Welche Karriere? Da habe ich dich immer aus unseren Abenteuern rausgeschrieben, weil ich Angst hatte, dass mich die Leute sonst nicht ernst nehmen. Und hat's geholfen? Ich wechsle das Thema. Das Schwierigste ist, die Anekdoten in die richtige zeitliche Abfolge zu bringen. Mein Gedächtnis hat keine vernünftige Timeline. Deine Antwort scheint mir nicht zu meiner Frage zu passen. Ich denke, das Problem ist vielmehr, dass deine Frage nicht zu meiner Antwort gepasst hat. Du bist immer wunderlicher. Jedenfalls habe ich es nicht mal geschafft, die Geschichten sicher den Büchern zuzuordnen. Ich weiß nicht mehr, welche zeitlich zu den Chroniken gehören, welche zum Manifest, welche zur Offenbarung und welche danach spielen. Scheiß doch einfach auf die korrekte Chronologie, sagt das Känguru, und bringe sie stattdessen in eine witzige Reihenfolge. Ich überlege 16 Sekunden lang. Das scheint mir eine für alle zufriedenstellende Lösung zu sein, sage ich dann. Für diese Idee will ich 10% der Einnahmen. Ich wechsle das Thema. Es gibt unter den Apokryphen übrigens auch ein Judas-Evangelium, sage ich. Hast du das gewusst? Offensichtlich nicht. Laut einer umstrittenen Übersetzung ist die Kernaussage des Judas-Evangeliums, dass Judas der beste Kumpel von Jesus war. Und Judas hat Jesus nur deshalb verraten, weil Jesus ihn darum gebeten hatte. Verstehst du? Weil Jesus halt verraten werden musste, um in das wahre göttliche Reich zurückkehren zu können und der ganze Hokuspokus. Judas hat dann gefragt, was sein Lohn für den Verrat sei, und Jesus hat gesagt, dass die ganze Welt ihn auf ewig hassen und verdammen würde. Und Judas hat das auf sich genommen, genauso wie Batman am Ende von The Dark Knight die Sünden von Two-Face auf sich nimmt. Also nicht genauso, aber so ähnlich. Oder naja, also Judas hatte jetzt natürlich keine geheime Identität und er war auch kein Milliardär. Und Jesus war auch kein Superbösewicht. Im Gegenteil. Ja, okay, vielleicht passt der Vergleich doch nicht. Aber jedenfalls voll die tragische Story, oder? TLDL, sagt das Känguru. Wie bitte? Too long didn't listen. Ich verdrehe die Augen. Aber nun, wo du das alles weißt, sage ich, wie findest du jetzt den Titel Die Känguru-Apokryphen? Ich finde Apokryphen immer noch kacke. Na toll. Aber was? Der Titel ist trotzdem okay, weil er von diesem anderen ganz hervorragenden Wort getragen wird. Die Känguru-Apokryphen. Steht hier in Klammer drunter, in chronologischer Reihenfolge. Chronologischer ist durchgestrichen. Also, die Känguru-Apokryphen in Reihenfolge. Kapitel 1. Open Schnick. Die alles entscheidende Frage, sage ich, lautet doch, wer von uns beiden geht Pizza holen? Schnick, schnack, schnuck, fragt das Känguru. Ich seufze. Okay. Ich habe mir neue Regeln ausgedacht, sagt das.